willkommen zu Hamster Hub News. Heute mit der Sonderausgabe zum stark anhaltenden Influencer Crash. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Jimmy an der Wall Street. Vielen Dank, Karen. Ja, die aktuelle politische Situation hat den Influencer-Markt fest im Griff und sorgt weltweit für regelrechtes Lohndumping. Jahrelang konnten Influencer mit festen Einnahmen rechnen und ihr Leben bestreiten. Doch die aktuelle Situation setzt vielen Creatern deutlich zu. Frustration macht sich breit. Doch ein mutiger YouTuber aus Deutschland stellt sich der Krise und nimmt die Herausforderung an. Er ernährt sich von nur 2 Euro am Tag. Wir schalten rüber zu ihm. Es ist Mittwoch, der 2. Februar und heute beginnt das Experiment. Deswegen auch erstmal mein Einkauf. Ich habe 9,01 Euro ausgegeben. Das heißt, ich habe noch ungefähr 5 Euro übrig. Und für diese 9 Euro habe ich folgende Sachen bekommen. 2 Kilogramm Äpfel, das entspricht ungefähr 300 Gramm Äpfeln am Tag. 1,27 Kilo Bananen. Die müssen auf jeden Fall noch reifen, aber da habe ich auch ein paar Mikronährstoffe. 2 Kilo Karotten, also ungefähr nochmal 300 Gramm Karotten am Tag. Das heißt, mit den beiden Sachen komme ich schon auf 600 Gramm Obst bzw. Gemüse am Tag. Das ist mir nämlich ganz wichtig, denn wir wollen ja nicht nur billig essen, sondern auch einigermaßen gesund ein paar Vitamine reinbekommen. Super geil, mit Abstand am günstigsten war dieser Reis hier bei Lidl mit 1,39 Euro. Überall woanders hat er 2 Euro gekostet. Das ist 1 Kilo Basmati-Reis. Der hier bietet mir Kohlenhydrate und auch ein bisschen Eiweiß. Thema Eiweiß bringt mich auch zum nächsten Punkt. Ich habe nämlich 1,5 Kilo Magerquark gekauft. 65 Cent kostet eine Packung und die bietet mir 60 Gramm Eiweiß. Eigentlich bräuchte ich diese 3 Packungen schon für einen Tag, um auf mein Eiweiß zu kommen. Aber allein dann wäre ich schon über meine 2 Euro rüber. Also ich weiß nicht, wie ich das diese Woche machen soll. Und dann noch meinen persönlichen Goat unter den Kohlenhydratquellen. Haferflocken. Ich glaube 49 Cent kostet ein halbes Kilo. Sättigen sehr lang, sind ziemlich gesund. Ballaststoffe, Kohlenhydrate und Eiweiß. Anstatt frischen Tomaten habe ich mir 400 Gramm gehackte Tomaten hier in so einem Ding gekauft. Julian, hast du da nicht was vergessen? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt schon, dieses schöne schwarze Getränk. Ich hätte eigentlich gesagt, Kaffee zählt zu Getränken. Kaffee kann ich auch so ganz normal weiter trinken. Aber Sophia, was hast du gesagt? Kaffee muss man reinrechnen. Das heißt, eine Woche kein Kaffee. Und dann habe ich mich auch direkt dran gemacht und die erste Mahlzeit der Woche zubereitet und die sah so aus. Und hier seht ihr jetzt mein Frühstück. Das wird mich zu 100% sättigen, aber ich würde gerne auf meine 50 Gramm Eiweiß kommen, auch beim Frühstück. Deswegen mache ich mir jetzt den Eiweißshake Low Budget Way. Alles, was man hierfür braucht, sind 2 Sachen. Wasser und Magerquark. 200 Gramm Magerquark kommen jetzt hier rein. Die werden jetzt hier drin einfach so ein bisschen verrührt. Man kann es auch ein bisschen leichter machen und einfach schütteln. Geht klar. Wie wässriger Magerquark. Boah, das schmeckt so langweilig, nur nach Haferflocken. Vielleicht soll ich drüber nachdenken, mir Honig oder irgendwas zu kaufen. Somit würde ich sagen, die erste Mahlzeit der Woche wird reingehauen. Absolut monoton schmeckend wurde die erste Mahlzeit der Woche mal wieder verdrückt und es lag wortwörtlich wie Blei im Magen. 200 Gramm Haferflocken, das muss man erstmal essen. Wir haben mittlerweile 19.42 Uhr. Ich bin jetzt unten im Fitnessstudio. Vielleicht kennt ihr das Problem. Die letzte Mahlzeit ist mittlerweile verdaut und ich habe eigentlich schon wieder Hunger und so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bereue jetzt gerade ein bisschen, dass ich überhaupt keine richtigen Snacks habe, außer Karotten, die ich mal so wegsnacken kann. Also bis jetzt muss ich sagen, macht mir das Experiment nicht wirklich Spaß. Und auch wirklich keinen Spaß hat mir das Training gemacht. Ich habe trotzdem versucht durchzuziehen, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr. Geil, das Experiment geht richtig gut los. Ich bin jetzt ungefähr so 15 Minuten, 20 Minuten im Training und ich breche ab. Ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht wieso. Ich spüre so ein Pochen irgendwie im Bauch. Abgesehen von dem Experiment sind heute ein paar Sachen passiert, die mich irgendwie ein bisschen beschäftigen, nicht so nice sind. Ich gehe jetzt hoch und mache mein Abendessen, aber solche Tage gehören im Leben immer auch dazu. Nicht alles läuft immer glatt, dann wird die Trainingseinheit eben morgen durchgezogen. Dann kochen wir mal. Das wird eine sauharte Woche, Leute. Das wird echt eine harte Woche. Komplett geknickt, wollte ich den ersten Tag einfach nur noch hinter mich bringen. Mittlerweile haben wir den nächsten Tag. Ich habe ein bisschen ausgeschlafen und mir geht es wieder deutlich besser. Tag 2 des Selbstexperiments und heute ist eigentlich der große Umschwung. Kein Kaffee. Die Bananen, die wir gestern gekauft haben, sehen jetzt auch schon deutlich reifer aus. Ich glaube, wenn man die über Äpfel legt, dann reifen die schneller. Da habe ich auf jeden Fall heute einen kleinen Snack, den ich zwischendurch essen kann. Und das Frühstück ist fertig gemacht. Das ist ziemlich ähnlich wie gestern. Wir haben 150 Gramm Haferflocken diesmal. Einen ganzen Apfel, eine ganze Banane. Ich habe mir nochmal ungefähr 100 Gramm Haferflocken als Mittagessen gemacht, weil Haferflocken wird sich preislich bestimmt nicht auf alles ausschlagen. Dazu wieder 200 Gramm Magerquark. Und diese Mahlzeit hier zum Beispiel kostet mich jetzt 74 Cent. Die Banane schlägt mit 12 Cent zu Buche, die Haferflocken mit ungefähr 15 Cent. Und verhältnismäßig ziemlich teuer ist mein Proteinshake hier mit 34 Cent. Und der eine Apfel hier drin kostet mich ungefähr 13 Cent. Ich habe ein bisschen mehr Wasser reingemacht, damit es ein bisschen saftiger ist. Und das Schöne ist, die Banane gibt ein bisschen Süße an das Ganze ab. Immer noch sehr, sehr, sehr langweilig, aber viel besser als gestern. Ich glaube, ich habe ja schon einen Fehler gemacht, dass ich 2 Kilo Karotten gekauft habe. Kann mir nicht vorstellen, dass ich die aufesse.
Geil. Zum Glück wird für mich gegen Ende des Jahres ein Monat McDonald's anstehen und nicht einen Monat von 2 Euro pro Tag leben. Wobei das dann nur 60 Euro im Monat wären. Und bei McDonald's gehe ich mit knapp 1000 Euro raus. Also ich hoffe, ich werde mich Ende des Jahres an dem Video nicht verschulden. Wobei, selbst wenn, dafür wird es ja wahrscheinlich auch eine Lösung geben. Und genau hier kommt Anyfin ins Spiel. Denn wer kennt es nicht? Man gibt mal wieder eine Menge Geld für Fastfood aus. Was? 1000 Euro? Dann hat man wieder sein Konto überzogen oder ist im Dispo. Oder kauft sich Sachen wie einen Fernseher oder einen Beamer auf Raten. Dann gehen damit eigentlich immer viel zu hohe Zinsen einher. Und das, obwohl man es oftmals gar nicht weiß. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn Anyfin kann dafür sorgen, dass du nicht mehr so hohe Zinsen zahlen musst. Du lädst dir die kostenlose Anyfin-App runter oder gehst auf deren Homepage. Ihr wählt die Bank bzw. den Anbieter, wo ihr euren offenen Betrag habt. Dann wählt ihr einfach ein Foto von eurem letzten Ratenkauf und der Rechnung aus. Daran erkennt Anyfin auch alles, was es braucht. Nachdem ihr eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, gebt ihr auf jeden Fall noch den Rabattcode Franklin ein, um 20 Euro zu sparen. Die werden euch vom refinanzierten Betrag abgezogen und dann könnt ihr eine kostenlose Anfrage stellen. Und Anyfin schickt euch dann ein unverbindliches Angebot und sagt euch, um wie viel Prozent sie eure Kosten senken können. Ihr habt bis hierhin keinen einzigen Cent gezahlt und könnt überlegen, ob ihr das Angebot annehmen möchtet. Doch du fragst dich gerade bestimmt, wie kann das funktionieren? Anyfin kann euren bestehenden Ratenkauf oder Dispo auf einmal abbezahlen. Dadurch fallen keine Zinsen an und nur der Grundbetrag wird zu Anyfin übertragen. Ihr zahlt zwar weiterhin Zinsen, nur deutlich weniger an Anyfin, als ihr davor gezahlt habt. Wenn du also gerade zum Beispiel so einen offenen Betrag hast, check gern Anyfin über den Link in der Videobeschreibung ab und vergiss den Code nicht. Vielleicht sparst du dir ja so einiges an Geld. Und jetzt würde ich sagen, weiter mit dem Video. Ich sitze gerade am Laptop und schneide ein Video. Normalerweise trinke ich immer beim Arbeiten ein Käffchen. Das ist einfach so ein Ritual. Und hier habe ich jetzt nur so ein Glas Wasser. Ich mache einfach ganz fest die Augen zu und stelle mir vor, es wäre Kaffee. Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again. Nicht mal das funktioniert, es schmeckt einfach wie Wasser. Wenn ihr das Video letzte Woche scheiße fandet, ich kann nichts dafür, ich musste ohne Kaffee schneiden, es tut mir leid. Ich hoffe natürlich, dass euch das letzte Video trotzdem gefallen hat. Danach wurde dann mein Mittagessen verdrückt. Das war nochmal 100 Gramm Haferflocken mit ein bisschen Magerquark. Es hat auch wirklich so, naja, geschmeckt. Und jetzt gerade haben wir 20.19 Uhr und aus dem trainierenden Boss wurde mal kurzerhand der kochende, rechnende Boss. Das hier ist mein Abendessen. Das ist jetzt das gleiche wie gestern Abend. Ich habe jetzt noch nicht so viel erzählt. Das ist eigentlich 150 Gramm Reis mit der halben Packung Tomaten, 200-300 Gramm Karotten drüber. Keine Gewürze, kein Fett, kein Salz, kein gar nichts. Wir ziehen komplett durch. Also ich denke mal, man erkennt auch, dass ich da kein Zeug laber oder so. Da ist wirklich nichts drin. Das sättigt aber ganz gut. Und durch die Tomaten, muss ich sagen, kann man da schon einigermaßen essen. Also es könnte echt schlimmer sein. Es ist bestimmt nicht das Niceste, aber es geht. Dazu gibt es die restlichen 200 Gramm Magerquark gemischt mit Wasser. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mich gerade selber als den rechnenden Boss bezeichnet. Wie komme ich zu dieser absolut komischen Aussage? Ich habe gerade mal meine Kosten von dem ganzen Tag heute durchgerechnet und ich komme auf 1,93 Euro von allen Sachen, die ich so über den Tag esse. Das ist ja meine Fixkosten. Das sind die Sachen, die ich eigentlich Minimum brauche. Weniger kann ich nicht essen. Eigentlich bin ich schon überall am Minimum. Das Einzige, was mich wirklich mit Abstand am meisten kostet, ist der Quark. Und von den 2 Euro bleiben mir nur noch 7 Cent pro Tag übrig, die ich mehr ausgeben könnte. Also habe ich jetzt gerade so ein kleines bisschen die Erkenntnis, dass es eigentlich unmöglich ist, auf mein Eiweiß zu kommen, gleichzeitig unter 2 Euro auszugeben und im Kaloriendefizit zu bleiben. Ich könnte mir natürlich irgendwie auch ein Kilo Linsen oder so reinhauen, aber da schieße ich halt über meine Kalorien rüber. Eigentlich ist sowas für mich auch nicht so schwer, weil ich ein Mensch bin, ich kann ziemlich oft auch ziemlich gleiche Sachen essen. Aber irgendwie so stumpfer Reis geht schon klar. Besonders nach dem Training, wenn man richtig Bock hat. Ich lasse mir den ganzen Schmalen schmecken, schmeiße einen Stream an, denn ich versuche mal dreimal die Woche zu streamen auf Twitch, Link dazu findet in der Videobeschreibung. Wir sind meistens irgendwas zwischen 100 und 300 Zuschauern. Ist also eine ganz entspannte Sache. Den Link zu meinem Kanal packe ich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Kuss geht raus. Let's go. Ich freue mich schon morgen auf Tag 3. Der neue Tag begann eigentlich ziemlich gleich wie der Tag davor auch. Das gleiche Frühstück, die gleichen Haferflocken, der gleiche Geschmack. Ich muss sagen, das Frühstück, das sättigt auf jeden Fall maximal. Und auch das gab es heute wieder relativ spät. Tag 3 wird durchgezogen. Und dann, in einem der tiefsten Momente des Tages, wo ich fast schwach wurde, kam mir eine Erleuchtung. Warum denke ich immer nur in kleinen Maßstäben? Ich muss viel größer denken. Doch auch das führte leider zu nichts und war eine Sackgasse. Ich dachte mir, größere Packung, niedrigerer Preis. Einfach komplett falsch. Wie komme ich nur auf die Idee? Bei der Metro kosten sogar 5 Kilo Magerquark mehr, als wenn ich einzelne 500 Gramm Packungen kaufen würde. 5 Kilo Magerquark kosten 10,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer und 500 Gramm Magerquark kosten 1:1 gleich viel wie überall woanders auch, 85 Cent. Na grandios, das habe ich ja wieder richtig toll hinbekommen, dass ich einfach genau an der gleichen Stelle stehe wie letzten Tag auch und immer noch nicht weiß, woher ich mein Eiweiß herbekomme. Training und Essen wurde heute ziemlich spät. Ich habe einfach alles zum gleichen belassen wie gestern. Ich muss sagen, ich könnte jetzt so groß rumheulen von wegen...
Aber ganz ehrlich, Alter, das ist Reis mit Tomate und Karotte. Es gibt viel schlimmere Sachen auf der Welt. Und den vierten Tag werde ich zum Videoschneiden benutzen. Das heißt, da kommt ein bisschen wenig von mir. Aber ich tüftel gerade an einem nicht ganz so legalen Plan für Tag 5, 6 und 7. Mal schauen, was wir da umsetzen können. Was soll ich euch groß erzählen? Das Frühstück war genauso wie die Tage davor auch. 150 Gramm Haferflocken. Und besonders der Start in den Tag ohne Kaffee fiel mir immer schwerer. Bis ich an dem Tag einfach die Tasse genommen habe, mich ans Fenster gestellt habe und mit Wasser getrunken habe. Verarscht. Ich stehe jeden Morgen einfach nur auf und trinke so eine große Tasse voll Wasser. In der Hoffnung einfach zu verdrücken, dass ich keinen Kaffee trinken kann. Es fällt mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer darauf zu verzichten, weil die Kaffeemaschine die ganze Zeit da hinten steht und ich einfach hingehen könnte und mir einen Kaffee machen könnte. Körperlich merke ich überhaupt keinen Entzug oder sowas. Mein Kopf sagt mir die ganze Zeit nur, bei manchen Situationen, wie zum Beispiel Videoschneiden oder so, ein Kaffee wäre echt schön. So, Sonntag der 6. 13.46 Uhr. Und dreimal dürft ihr raten, was gibt's heute für mich zum Frühstück? Donut. Nein. Es gibt 150 Gramm Haferflocken mit einem Dreiviertel Apfel, dazu eine Banane und einem wunderschönen Magerquark. So schütteln ist irgendwie auch voll schwierig für uns Männer. So geht das Ganze auf jeden Fall deutlich besser. Kann man aber easy trinken. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Gestern war kein guter Tag. Ich habe gestern nichts schöne Neuigkeiten erfahren. Und de facto habe ich gestern zwar Ernährung durchgezogen, mir aber am Abend bei einem Kumpel ein Bierchen gegönnt. Dafür musste ich zwar nicht zahlen, weil ich eingeladen wurde. Ich sag's euch aber trotzdem. Heute früh war ich auch kurz davor zu sagen, okay gut, wir haben jetzt heute den 5. Tag. Ich gönne mir jetzt einfach wieder einen Kaffee, aber dann habe ich doch trotzdem einfach durchgezogen, keinen Kaffee getrunken. Ich bin auch am Ende erst vor 1,5 Stunden aufgestanden, weil ich ewig nicht einschlafen konnte. So, jetzt ist aber ja ein neuer Tag, neues Glück. Und ich würde sagen, wir ziehen weiter durch. Ich gönne mir jetzt erstmal hier schön mein Frühstück und schneide noch mein Video für heute fertig. Auf die Haferflocken wird heute verzichtet, dafür gibt es eine Banane. Hunger ist nicht allzu groß. Und merkt euch eins, Leute, ganz egal wie es im Leben läuft, when nothing goes right, go lift. Und in dem Sinne, packen wir es auf ins Training, keine Ausreden. So, ich habe fertig trainiert. So, und für Sophia darf ich jetzt hier noch Essen abholen gehen. 22,50 Euro Abendessen für Sophia. Davon könnte ich 2 Wochen fast leben. Aber in der Zwischenzeit tut sie mir auch einen riesigen Gefallen und bereitet mir was richtig Tolles zu essen daheim vor. Das gibt's jetzt. Und ich bin zu Hause angekommen, Sonntag, 6. Februar, 20.21 Uhr und mein Abendessen hat ein neues Limit erreicht. Ah, warte mal, ich muss ganz kurz noch euch was zeigen. Schaut euch das hier an. Das sind die Karotten, die ich eigentlich jetzt zum Abendessen essen wollte. Und mit den Karotten habe ich langsam einen weiteren Zuschauer, könnte man fast sagen, weil die so langsam das Leben anfangen. Hier ist jetzt Schimmel drauf. Das hier, da sind überall so Schimmeldinger drin. Und das ist jetzt über Nacht auf manchen Karotten gekommen. Und ich kann natürlich dann alle Karotten nicht mehr essen. Das hat mich gerade tatsächlich ein bisschen geärgert, als ich das gesehen habe. Aber ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Ich muss die 99 Cent quasi abschreiben. Dann gibt es halt für mich zum Abendessen hier nur noch puren Reis. Und dazu habe ich nochmal einen Apfel aufgeschnitten. Ich habe jetzt oben noch 5 Äpfel und eine Banane. Ich habe mir gedacht, ich werde heute einfach mal versuchen, eine Sparmaßnahme zu fahren und auf die Tomatensauce für 55 Cent verzichten und quasi einfach nur puren Reis mit einem Apfel halt zu essen. Dazu gibt es natürlich mal wieder meinen Magerquark mit Wasser. 12.40 Uhr, Tag 6 des Experiments und heute wird es ein bisschen anders. Wir merken, für 2 Euro am Tag kriegt man nicht mehr allzu viel. Grund und Anlass ist natürlich auch so ein Thema wie die Inflation. Vor einem Jahr waren meine 2 Euro noch ein bisschen über 2,10 Euro wert und jetzt sind es halt nur noch 2 Euro. Ich habe mich also gefragt, was wäre, wenn wir so ein bisschen den legalen Rahmen verlassen und mal gucken, was man so auf dem illegalen Wege oder Grauzonen bekommen könnte. Eine Sache, auf die ich hier ziemlich schnell gestoßen bin, ist das sogenannte Containern. Dabei bedient man sich an dem Müll von Supermärkten. Ja, an dem Müll. An sich ist das Ganze anscheinend so eine Grauzone. Ich würde euch aber jetzt auf keinen Fall hier irgendwie motivieren, irgendwas zu machen. Nein, das dürft ihr natürlich nicht. Eine andere Option ist das sogenannte Food Sharing. Da habe ich mich gerade auch auf einer Plattform angemeldet und hierbei kann man kostenlos Lebensmittel tauschen oder auch verschenken mit anderen Leuten und ich habe da auch gerade schon Essenskorb angefragt. Vielleicht bekommen wir da ein bisschen was. Ich bin auf dem Weg zu einem sogenannten Verteiler. Ich kann es kaum glauben, aber das ist wohl eine Sammelstelle, wo ich wirklich kostenlos Lebensmittel abholen kann, ohne dass ich irgendeinen Nachweis oder irgendwas erbringen muss und irgendwie anderen Leuten das Essen wegnehme. Ich bin mal gespannt. Also Leute, ich bin jetzt hier im Servicebüro und hier ist quasi so ein Verteiler, wo man sich wirklich Lebensmittel kostenlos abholen kann. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Die haben hier eine Vereinbarung mit den Supermärkten und die bringen dann die Lebensmittel quasi her. Und dann, bevor die weggeschmissen werden, können Leute sich hier die kostenlos abholen. Ist natürlich eine super Sache. Montag ist anscheinend der schlechteste Tag, habe ich gehört. Der beste Tag wäre Mittwoch. Mittwoch ist das Experiment vorbei, aber wir machen das Beste draus. Mal schauen, was wir heute hier noch mitnehmen können. Hier oben, das kann ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen, komplett kostenlos. Hier noch so Kakao, Minz, das sind sogar Proteinriegel, das gibt's ja nicht. Kann ich die alle 4 mitnehmen, die Proteinriegel? Ja, das ist ziemlich wichtig, das ist wirklich schick.
Was weg ist, ist weg. Dann nehmen wir die 4 Proteine mit. Ein Almnudler nehme ich mir. Und hier sind auch noch im Kühlschrank quasi Sachen. Ich könnte mir heute Abend quasi ein Raclette machen. Den nehmen wir mit, oder? Hier habe ich noch zum Beispiel einen Hotdog bekommen. Den probieren wir dann auch gleich mal, würde ich sagen. Eine Sache anscheinend bleibt hier ziemlich viel übrig. Davon gibt es immer mehr als genug. Und das ist hier Babynahrung. Also wer Babynahrung braucht, ja, der kann auf jeden Fall ordentlich was holen. Okay, stopp, stopp, stopp. Ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade den Gedanken, Julian, du isst da aber jetzt ganz, ganz viel Essen, die Lebensmittel weg und andere Menschen, die könnten das wahrscheinlich viel mehr gebrauchen als du und denen isst du das jetzt weg und so weiter und so fort. Die Angst hatte ich zuerst auch. Aber das Hauptziel von so einem Verteiler ist es, dass diese Lebensmittel generell nicht weggeschmissen werden, sondern noch gegessen werden. Dabei ist es wirklich völlig egal, ob ihr in einem Porsche hinfahrt oder zu Fuß von keine Ahnung woher kommt. Mir wurde aber erzählt, dass die dort auch wissen, wer quasi wirklich hilfsbedürftige Menschen sind. Die kommen auf eine Liste und die haben quasi zuerst den Zugriff darauf. Ich nehme hier also niemandem irgendwie das Essen weg oder so. Ganz wichtig. Wir haben mittlerweile auch schon 16 Uhr. Also es wird eh Zeit für Mittagessen. Das können wir gleich mal nutzen, dass wir die Sachen probieren. Somit hiermit mein kostenloser Einkauf vom 7. Februar. Wir haben hier den Hotdog. Wieso schaut das? Also ich weiß nicht, an was ein das so ein bisschen... Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mein Kopf einfach kaputt ist. So eine Wiener drin mit so einem kleinen bisschen Ketchup und so einem Blätterteig. Ich mache zwar eigentlich noch Diät, ne? Dafür ist es jetzt nicht so perfekt, aber könnte man noch warm machen. Haut sich aber. Wo ich wirklich richtig baff war, dass ich diese 4-Bro-Chips hier gefunden habe, da dachte ich mir, warum nimmt die niemand davor mich schon weg? Das Mindesthaltbarkeitsdatum war im September letzten Jahres, aber ich glaube, die sind noch einwandfrei. Cheese Jalapeno. Na, gefällt dir das? Nimm die Hand wieder raus aus der Hose. Ich mache ansonsten mal dieses Beißgeräusch rein. Das kann ich mir jetzt hier echt sparen. Die schmecken irgendwie nach gar nichts. Die schmecken nur noch nach aufgepuffter Luft. Warum schmeißt man Almdudler weg? Oh, das Almdudler wäre im März abgelaufen. Man kennt's. Das schlecht gewordene Almdudler. Oder der Almdudler? Das, der Almdudler? Die Almdudler? Xis Almdudler? Als was identifizierst du dich, du kleines Almdudler? Ich identifiziere mich als Basketball. Almdudler, beste Leben, wirklich. Auf richtiger Schnorrerbasis habe ich 4 von diesen Riegeln mitgenommen. Die sind sogar Bio, Rohkost und vegan. Die haben allerdings nicht die krassesten Nährwerte. Die haben 200 Kalorien und 7 Gramm Eiweiß. Schokolade, Minz. Schmeckt ein bisschen wie so ein After-Eight-Proteinriegel. Ich will ganz ehrlich sein, wäre das Experiment nicht, würde ich mir die nie mit dem kaufen oder essen. Schmeckt jetzt wirklich nicht gut, no front. Aber in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Oder wie man hier bei uns sagt, der Hamster auf vegane Proteinriegel. Ich kann es kaum glauben, wir haben endlich den 7. Tag des Experiments. Und heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Heute steht der 2-Euro-Cheat-Day an. Damit möchte ich das Ende des Experiments nämlich feiern. Und ich stand vorhin ungefähr eine Stunde im Supermarkt, um ewig durchzurechnen, was ich mir für heute kaufen kann. Mein Frühstück besteht jetzt unter anderem aus 2 Äpfeln, die ich noch übrig hatte. Und ich habe mir 2 Buttercroissants zu je 49 Cent gekauft. Jetzt fragt man sich natürlich, ey, da fehlt aber noch ein bisschen was. Marmelade und so wäre sehr nice gewesen. Und ich dachte, ich finde eigentlich auch für um die 50 Cent was. Aber nein, die billigste Marmelade fing bei 1 Euro an und Schokocreme ging erst recht nicht, also musste ich ein bisschen kreativ werden und habe mir hier eine Tafel Schokolade für 65 Cent gekauft, die ich jetzt geschmolzen habe. Hier ist meine Schokocreme quasi. Das ist also schon ein sehr teures Frühstück, sehr wenig Eiweiß, aber heute ist mir das echt mal egal. Wow, das schmeckt so richtig geil. Heftig. Endlich mal keine Haferflocken mit Wasser und Magerquark. Mensch, schaut euch das mal an, wie geil das einfach ausschaut. Ich hätte mir am liebsten gern Pancakes oder French Toast oder sowas gemacht, aber für Eier, Milch und Mehl hat das Budget nicht gereicht. Und ich war auch heute wieder bei dem Verteiler, aber leider hatten die heute nichts da. Ich lasse mir mein wohlverdientes Cheat Meal diese Woche auf jeden Fall schmecken. Das Essen war für mich wirklich eine geschmackliche Explosion und eine willkommene Abwechslung. Danach wurde natürlich am letzten Tag auch der Sport durchgezogen, bevor dann die letzte Mahlzeit anstand. Es ist 20.19 Uhr, die letzte Mahlzeit der Woche. Mein Cheat Meal. Ich habe mir das Raclette von gestern gemacht. Wir haben hier schön den flüssigen Käse. In dem Fall war das der hier, La Rustique. Und dazu haben wir vom Lidl 2 Brezen geholt. Von den 14 Euro sind nach 7 Tagen noch insgesamt 4 Cent übrig geblieben. Das heute ist ja mein Cheat Day, da möchte ich mir natürlich auch schön gönnen, ja. Immer schön blasen, nicht vergessen. Oh, schmeckt immer schon geil. Ich meine, schaut mal, wie schön man hier rein dippt. Dieses Abendessen hat mich jetzt 58 Cent gekostet. Den Käse gab es ja umsonst. Hier hinten steht aber der Preis drauf, sonst hätte es 5 Euro gekostet. Ich hau meine letzte Mahlzeit rein und freue mich schon extrem morgen auf den Kaffee. An der Latteart kann man auf jeden Fall noch arbeiten, aber ich weiß, dass der Kaffee gut schmecken wird.
Dann wird der zweite aber ganz, ganz, ganz schnell folgen. Es ist für mich eigentlich mehr Gewohnheit, die mir abgeht in der Früh mit einem Kaffee oder auch beim Arbeiten, als dass ich glaube, dass es eine wirkliche Sucht ist. Und für mich ist das hier einfach ein Teil meiner Routine. Die habe ich jetzt auf jeden Fall wieder und ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt wieder mehr Geld für Essen ausgeben kann. Wir haben in dem Video gemeinsam gemerkt, dass man sogar kostenlos an Lebensmittel rankommen kann. Kann also sein, dass ich wirklich mal versuche, eine Woche lang komplett ohne einen einzigen Cent von Lebensmitteln zu leben. Wenn man jetzt aber auf so Verteiler und sowas verzichtet, dann sind heutzutage 2 Euro so gut wie nichts mehr wert. Und auch gerade, wenn man auf sein Eiweiß und seine Vitamine und so kommen möchte, ist das damit eigentlich so gut wie möglich. Ich glaube, der Sweet Spot wäre so bei 5 Euro. Vielleicht testen wir das auch nochmal, wie gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Geld ihr am Tag für Lebensmittel ausgebt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich lasse mir das Käffchen schmecken. Cheers.